Hallo und herzlich willkommen zu Smart Head Zero mit einem Sondervideo in der Corona-Krise. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema fünf Dinge. Fünf Dinge, die ich jetzt in der Corona-Krise nicht machen würde. Dieses Video richtet sich an Privatpersonen. Wenn Sie ein kleines mittelständisches Unternehmen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir haben für Sie einen 8-Punkte-Businessplan erstellt, wie wir Ihnen helfen können, Ihr Business zu retten und umzustrukturieren. Und bevor ich nochmal kurz einsteige, nochmal möchte ich Sie ganz herzlich bitten, ein Like und ein Abo für unseren Kanal dazulassen. Da steigen wir jetzt auch direkt ein. Ich würde mir derzeit überhaupt keine Schulden machen. Ich würde derzeit versuchen, eher meine Verbindlichkeiten zu reduzieren. Es ist wichtig, jetzt seine Finanzen im Überblick zu halten und nicht in eine Schuldenfalle zu tappen. Der zweite Punkt ist, ich würde derzeit keine Aktien kaufen. Warum ich mir keine Aktien kaufen würde, das erfahren Sie in den vergangenen Videos. Dort sagen wir Ihnen, wie sich Börsengrößen wie Gary Schilling, Warren Buffett sich momentan verhalten und warum es wirklich keinen Sinn macht, momentan noch Aktien zu kaufen. Ich würde mir natürlich auch keine Immobilie in Deutschland jetzt kaufen, also um Gottes Willen. Ich würde das tunlichst unterlassen, jetzt auf dem Immobilienmarkt tätig zu werden. Und ich würde mir natürlich keine Luxusgüter kaufen. Luxusgüter definiere ich in Uhren, sage ich mal, ich würde mir keine Rolex kaufen. Man kann diese Luxusgüter jetzt beliebig weiter aufzählen, Sie wissen, was gemeint ist. Was ich auch nicht machen würde, ist jetzt umziehen. Das wäre der dritte Punkt. Warum nicht? Weil wir erstmal abwarten müssen, wie die Krise sich auswirkt. Es wird Städte geben, die werden zu den großen Verlierern gehören und es wird Städte geben, die sich schnell wieder berappeln werden nach der Krise, weil sie einfach zu wirtschaftswichtig sind, dass sie, sage ich mal, fallen oder dass sie von Regierungen, sage ich mal, fallen gelassen werden. Welche das sind, das wird natürlich London sein. Darunter würde ich in Deutschland als erstes München ansehen, weil das eine sehr starke Wirtschaftsregion ist. Das nur mal vorab, also derzeit nicht umziehen. Was ich auch nicht machen würde, ist auf Sport zu verzichten. Punkt 4. Sie sehen es ein bisschen, ich habe es gemacht, hat sich bitterböse gerecht. Ich würde jetzt Sport treiben, versuchen mich gesund zu ernähren, eine vitaminreiche Kost zu machen und vor allen Dingen, was wichtig ist, Sport treiben und auf Zucker zu verzichten. Ja? Versuchen Sie, sich gesund zu ernähren, dann stärken Sie auch damit Ihr Immunsystem. Und der letzte Punkt ist auch wichtig, vernachlässigen Sie nicht Ihre Routinen. Viele Leute ertappen sich jetzt dabei, da wird Netflix geguckt, da werden Serien verschlungen, da lässt man sich ein bisschen gehen, man driftet ab, sage ich mal, von seiner Tagesroutine und das ist eine ganz große Gefahr in der Corona-Krise, dass man da abdriftet. Und Sie sollten vielleicht die Zeit nutzen, es gibt auf Spotify, gibt es von Ray Dalio die Prinzipien des Erfolges, das ist ein Hörbuch, das kann ich Ihnen nur dringend anraten, das mal sich anzuhören, das können Sie beim Sport machen, das brauchen Sie auch nicht lesen, ich lese auch nicht immer gerne, sondern ich bin auch ein großer Freund von Hörbüchern und da kann ich Ihnen das nur anraten, dieses mal sich anzuhören. Und oder sich weiterzubilden. Sie haben ja vielleicht auch Möglichkeiten, jetzt eine Sprache zu lernen, vielleicht möchten Sie auswandern. Das ist Ihnen da anheimgestellt. Ja? Also Sie werden merken, was es vielleicht noch andere Dinge gibt, außer jetzt TV-Serien zu konsumieren. Und das war es auch schon. Das war mein Rat an Sie, welche Dinge ich jetzt in der Corona-Krise nicht machen würde. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit helfen, beziehungsweise Sie auch ein bisschen daran ermahnen, auf dem guten Weg zu bleiben und gesund zu bleiben. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Wir sind bald wieder für Sie da. Ciao.